Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part FIFA 15. Ich bin es, euer MC Muffix, und wir starten jetzt hier mit der Champions League, Leute. Nachdem wir beim letzten Mal hier die Tabellenspitze, das müssen wir uns doch eigentlich irgendwo anschauen können, erobert haben. Man sieht es nirgendwo, oder? Doch, hier ist es so. Kalender, nee, will ich nicht sehen. Tabellen, hier, Bundesliga, oh, komm schon, ich möchte, da, Bundesliga. Wir sind jetzt offiziell Platz 1 vor den blöden Dortmundern hier, weil wir beim letzten Mal hier 4-0 Stuttgart weggerockt haben. Und nun ist es Zeit, hier mit der Champions League zu beginnen. Wir sind in einer gar nicht mal so schlechten Gruppe. Juve ist stark, Galatasaray ist auch nicht schlecht und Lille, ja okay, gegen Lille sollte man gewinnen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Gleich mal mit Galatasaray. Aber, ach gut, ich dachte schon, wir müssen nach Istanbul runter, aber erstmal das Heimspiel. Ich würde sagen, wir lassen das mal so. Oder tun wir Müller. Ja, wir tun Müller wieder wie bekannt raus und dafür Götze rein. Wen wollen wir auch mal? Wie Shaqiri müssen wir natürlich reintun. Ach, Shaqiri, weil der beim letzten Mal und vorletzten Mal immer so geil gespielt hat. So, Leute, dann spielen wir jetzt mal. Schauen wir mal, ob man hier gegen das istanbulische Bollwerk eine Chance haben. Ich schieße aus Prinzip nur in die Mitte. Oder? Hä? Cool. Achso, er schießt immer aufs Tor. Okay, gut, ich dachte mir schon. Bam! Yeah! Hätte er sogar reingegangen. Egal. Starten wir, würde ich sagen. So, Leute. Das erste Champions League-Spiel, Leute. In der Allianz Arena in München. Ach, sehr geil. Diese Außenperspektiven, die man jetzt hier sieht. Das sieht echt super aus, Leute. Dass man hier wirklich von außen die Allianz Arena hier mal sieht. Mir gefällt es ja lieber, wenn sie blau leuchtet. Aber das macht sie ja nicht mehr so oft. Nur wenn die 60er Abend spielen. Wann sie spielen die 60er Abend? Einmal Montag, so alle fünf Monate. Aber irgendwie Pokal oder so scheiden sie ja immer früher aus. Champions League. 16. Champions League. Das wäre gut, Leute. So, da läuft der Kameramann irgendwie voll merkwürdig rum. Sind wir Galatasaray-Spiel? Ich kenne gar keine Galatasaray-Spiel. Egal, Leute, wir skippen das. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier mit dem ersten Champions-League-Spiel der Saison, Leute. Natürlich unser Ziel, was wir hier bekommen haben, Champions-League zu gewinnen. Schauen wir mal. Also wir haben definitiv eine leichtere Gruppe als der echte FC Bayern München. Wen haben sie nochmals in der Gruppe? AS Rom. ZSK Moskau. Und dann hier noch Man City. Hä? Yep. Hä? Deine Mutter, Schiri. Was ist das? Wo hab ich denn gefoult? Ich berühre nicht mal den Ball oder den Spieler und ja, faul. Ganz klar. Habe ich genau gesehen. Der war irgendwie schlecht, aber egal. Hauptsache, wir sind am Ball. So. Rafinha auf der Außen am Ball. Und Rafinha. Und der Konter ist gestoppt. Schlecht. Rafinha, läufst du vielleicht mal ein bisschen schneller und holst dir vielleicht mal den Ball? Wäre ganz lieb. So. Robben. Auf Rafinha wieder. Auf die Außen. Und schon wieder Einwurf. Wer ist denn das? Adin. Habe ich noch nie gehört. So. Auf ein Schweini. Schweini wieder raus auf Rafinha. Auf die Seite. Rafinha. Ah, komm. Ah, warum? Warum? Ich wollte auf Alonso passen. Warum habe ich nicht Alonso hier vom Spiel hier bekommen? Das finde ich gar nicht geil. Okay. Schauen wir mal, was die hier so drauf haben, Leute. Also ein Sieg beim Eröffnungsspiel muss eigentlich schon hier. Besonders, weil wir auch daheim spielen, Leute. So. Ah. What? Wie kommt denn der bitte da durch? Aber aller Ball locker wieder am Ball. So, Götze. Auf Alonso. Alonso. Wow, da wollte er hier vor. Alter! Ja! Hä? Habt ihr das gesehen? Habe ich mir das eingebildet, dass der gegrätscht und trotzdem hat er dann sofort wieder gestanden. Oh! Lewandowski abseits. Ja, das war klar. So. Okay. In den ersten Minuten sieht man hier fast, also bis jetzt noch halbwegs ausgeglichen, aber trotzdem hier, Galatasaray spielt gut mit, was man ja nach den letzten glorreichen Siegen hier in dem 3-1 gegen Schalke, auf Schalke wohlgemerkt, und das 4-0 gegen Stuttgart gar nicht mal erwartet haben, spielen hier wirklich saumäßig gut, wunderschönes Dribbling hier, starkes Pressing und irgendwelche anderen Fachbegriffe. Alonso kämpft wieder wie ein Tier und ich... Kennt ihr das, Leute? Ihr wollt einen Spieler auswählen, aber ihr wählt immer den Falschen aus. Komm. So. Auf die Außen. Auf Shaqiri. Alter, Mann. Das ist ja grausam. Wir kommen hier echt gerade nicht durch, Leute. So.
Und das war ein weiter Pass. Ein weiter Pass. Oh, risikoreich. Aber der, wenn der Tor nicht gut mitgespielt hätte, Leute, den hätten wir sogar bekommen. So. Komm. Oh. Dieses hässliche Dribbling, Mann. Hässliche Dribbling, Mann. Alter, warum komme ich denn nicht mit meiner Grätsche? So. Jetzt. Bei mir sieht das immer so stöcherhaft aus, ich weiß. So. Alonso am Ball. Alonso. Alonso. Alonso ganz alleine. Oder auch nicht alleine. Oder auch nicht. Ganz sicher nicht alleine. Aber, na. Hätte mal auf Raum gepasst. Der hat den sicher reingemacht. So. Egal. Erstmal Ecke. Wir lassen Shaqiri schießen. Der kriegt das hin. Der Schweizer Junge. Der Schweizer Junge. Mit wunderschön. Ah, Robben. Robben ist ja nicht so der Kopfballer, aber trotzdem. Sehr gute Ecke hier von Shaqiri. Muss man auf das spielen lassen. Ey, Shaqiri hat bei mir ganz Ribéry rausgehauen aus der Elf. Voll schlimm. Wood. Wood. Robben. 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 Mit der Flanke. Auf Lewandowski! Oder was Götze? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Götze war es. Weil besonders Lewandowski keine blonden Haare hat. So. Okay. Erstmal hier schönes Tempo rausnehmen. Zum Konter. Und dann. Ja, sehr schön. Abseits. Abseits. Ah. Habt ihr den gesehen? Er hat so geschmunzelt. So. Habt ihr das gesehen? Er war so mit der. Motto. So, ganz kurz hat er gelächelt, finde ich. Ich kenne es im FC Bayern, dieses Abseits war. Das kenne ich ihm richtig. Gell? Der ist zu cool einfach für mich. Oh, nein, mein Ball. Alaba. Jetzt am Ball. Alaba. Alaba. Vor, auf einen gegnerischen Spieler. Alaba, das war nicht cool. Aber jetzt. Komm. Ah, ich wollte die passen. Es ist gerade sehr viel Mittelfeld. Das merkt man schon. Also bis jetzt war hier wirklich der Kopfball von Robben bis jetzt die größte Torschosse. Aber warum haben die schon... Ich berühre keinen von ihren dummen Spielen. Ich drücke halt immer noch X gedrückt. Drücke ja nicht mal Viereck, um die hier zu faulen. Und das würden die für alles Freistoß bekommen. Sieht man, vorher der Schiri lächelt da, wenn er hier mir Abseits pfeifen kann. Und jetzt, da merkt man so ein Muster, gell, hier. Mr. Blinder Schiri hier. So, Shaqiri. Auf Götze. Vor auf Lewandowski. In den Lauf von Lewandowski. Lewandowski. Auf Götze irgendwie. Außen auf Shaqiri. Auf Götze. Voll! Töte ihn! Vernicht ihn! Oh, sehr schöner Einsatz hier von Alonso wieder mal. Alonso, immer der Kämpfer im Mittelfeld hier. So. Oh, wie geil Gott. Den Spieler treffe ich, aber den Ball nicht. So. Das war eine schöne Grieße. So macht man es richtig. So. Alonso, auf Götze. Raus. Alter, was war das von Shaqiri? Er läuft am Ball vorbei. Das habe ich ja noch nie erlebt. Wie geht das? Puh. Leute, ey, das ist echt gerade schlimm, Leute. Das Publikum will... Wow, wunderschöner Pass. Aber... nimm ihn dir neuer. Nimm ihn dir. So, wir machen jetzt mal hier richtig offensiv. So, schön abgefälscht, keine Gefahr, aber trotzdem ein fieser Ansturm hier. So. Ach komm, warum pfeift er ich immer ab, wenn ich Ball hab? Okay, Leute, bis jetzt steht's 0-0. Sehr ausgeglichenes Spiel. Fast überrascht bin ich hier. Uns fehlen bis jetzt so die richtigen Optionen so nach vorne. So. Die stehen aber auch richtig gut. Immer hier mit einer 5er... Okay, es ist nur eine 4er Abwehrkette. Aber trotzdem. Gefühlt ist es eine 5er Abwehrkette. Alter, was war das? Oh, das war eine Gurke-Fraktion von mir. So, das war echt nicht gut, Leute. Aber komm. Oh, das war zu gekünstelt, Alonso. Das war zu schön. So, aber trotzdem hier. Robben. Auf Lewandowski. 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 Kurz nach der Pause kommt hier das 1-0 für den FC Bayern. Wer sonst außer unser Pole hier, Robert Lewandowski, ist doch Pole, glaube ich. Egal, Leute. Sehr schönes Tor hier. Schön rausgespielt. Keine Chance hier für den Keeper, Leute. So, da schauen wir uns nochmal an. Rom dribbelt alle aus. Und dann hat er das Auge für Lewandowski. Und Lewandowski wirklich eiskalt macht er den rein. Das erste Tor für den FC Bayern in dieser Champions League-Saison. Was sagen Sie so, Manni Mark oder Frank Buschmann? Ja, ganz gut.
hat mir gut gefallen, aber ja, muss so ein bisschen mehr raus. Und ich würde sagen, das bisschen mehr hauen wir gleich noch raus. Da kommt kein Mann. Robert Lewandowski! Jetzt läuft's! Es ist wie immer, Leute. Erst ein paar Probleme und dann legt der FC Bayern in der zweiten Halbzeit hier einfach mal nochmal 1000 km/h drauf, Leute. Wunderschön hier direkt gleich mal den Ball abgenommen nach dem Anstoß und dann wunderbarer Pass, Leute. Die Abwehr schläft und dann geht er rein. Keine Chance für den Keeper hier. Lewandowski eiskalt, gleich mit dem zweiten Tor hinterher. Der Mann beim FC Bayern. Jedes Spiel mindestens ein Tor geschossen. Fantastischer Mann einfach. Fantastischer Mann. Was sagen Sie, Manni Marc? Oder Frank Buschmann oder wer auch immer? Ja, ganz gut, aber da muss ein bisschen mehr rein. Mehr rausgeholt werden, irgendwie so. So, na, so. Götze am Ball. Götze, der nicht ganz so gutes Spiel macht, aber ich glaube, der vorige Pass war auch von Iverse, der auf Lewandowski. Der war jetzt aber nicht so gut. Aber ich wollte eigentlich nicht auf Götze passen, ich wollte eigentlich auf Shaqiri passen. Hätte mitlaufen müssen. Oh, weiter Pass zurück. Auf Neuer! Habe ich den Ball? Die Kamera ist gerade so langsam mitgegangen. So, das Problem ist jetzt. Jetzt muss. Oh, Lewandowski. Ah, was war denn das für eine Aktion? Ah, das wäre schön gewesen. Ich hätte draufholzen müssen. Was ich sagen wollte. Ja, nun sind die Lücken hier bei Galatasaray natürlich offen, Leute. Zwei Tore vorne, jetzt müssen sie kommen. Jetzt können sie ja nicht mehr so kontern wie die ganze Zeit. Und da kommen natürlich hier so die Lücken. Schöner Versuch. Schöner Versuch. Ich würde sagen, Lewandowski, du hast jetzt aber erstmal eine Pause verdient. Ey, das war echt ein geiles Spiel von dir. Zwei Tore am Stück. Und wir wechseln auch Shaqiri aus. Oder warte mal, wir tun Thiago rein für Alonso. Weil Alonso läuft so viel im Mittelfeld. Das ist echt nicht mehr feierlich. Die beiden müssen wir mal raus tun. Vielleicht schießt er noch davor ein Tor. Kann er sein. Warum nicht? Was machst du da? Was machst du da? So, ich will Alaba. Hier, komm. Komm, Alaba. Ja, jetzt ist Alaba aber nicht hin. Schönes Passspiel, sehr schönes Passspiel. Aber der Schweini ist am Ball. Und der Schweini am Ball hat dann ist eh keine Chance mehr. So, lahm. Auf wen sonst? Wen sonst? Also Robert Lewandowski, der den Ball leider ein bisschen hier zu weit vorne spielt. So, egal. Komm, ich will mal mein Spiel auswechseln. Ja. Ach. Schönes Passspiel. Da hat er das Auge. Und jetzt auf die Außen. Auf. Oh, der ist ein bisschen steil. Der war ein bisschen zu steil. Aber trotzdem. Schöne Aktion. 2-0 liegen wir vorne. Passt eigentlich super. So, Lewandowski nach einer fantastischen Partie geht er raus. Ebenso wie Alonso, der wirklich sehr viel gelaufen ist. Und jetzt kommt erstmal Thiago und lass mal Pizarro noch ein bisschen hier spielen. Ey, wer weiß, Leute. Ich glaube, als wir gegen Dings da gegen Florenz gespielt hat, hat der Pizarro auch zwei Tore geschossen. Oder ein Tor zumindest. Schöner Weiterpass. In den Lauf hier von Pandev. Oh, Pandev, den kenne ich ja sogar mal. War, glaube ich, mal in der Bundesliga. Irre ich mich da? Kann sein. Egal. So, Schweini am Ball. Von Schweini sieht man viel mehr, weniger als von Alonso. Oh, gelb. Gelb. Das ist schon gelb hier. So. Und der letzte Wechsel. Glaube ich, bringt auch nichts mehr. So, Bayern am Ball. Noch knapp 20 Minuten zu spielen. Und Bayern hier locker mit einer 2-0-Führung. So, einfach jetzt nur schön Ballbesitz halten. Das reicht ja im Endeffekt. So. Und da sind die Lücken offen. Und Rom läuft nicht mit, aber... Oh, Rom, was war das? Wäre er da stehen geblieben, anstatt mitzulaufen, dann wäre der drin gewesen. Oh, Leute, das war echt schlecht. Oh, das hätte es 3-0 eigentlich sein müssen. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht da noch unentschieden spielen. Das wird echt dumm, Leute. Also, ich meine, vorher hätten wir eigentlich schon die Chance zum 3-0 gehabt, aber das war jetzt eigentlich die 1-Milliarden-Chance. Und das war ein furchtbarer Torversuchsschuss. So, auf Shaqiri mal wieder auf die Außen. Ich würde sagen, Shaqiri tun wir jetzt auch nochmal zum Abschluss raus, weil der ist auch echt viel gelaufen und dafür kommt nochmal Ribery, Ribery, Ribery. So. Mein Gott, Leute. So, Alaba, 5 Zweikämpfe hat er gewonnen. Sehr schön. Gut. Wo ist er denn? Wo ist der Alaba? Jetzt brauche ich ihn wieder. Alaba, auf der jetzt. Oh, das war hier Blutgrätsche. Und raus damit. Komm schon, Leute. Jetzt stehen sie mit allen vor. Das war ein wenig zu knapp.
So. Auf Götze. Götze. Raus auf Robben. Robben. Pass rum. Das war hier gehalten. Und dafür gibt es jetzt noch einen Freistoß. Shaqiri geht nochmal raus. Das sind natürlich wieder meine Spezialfreistöße, die ich kein Stück schießen kann. Deswegen keine Gefahr hier für Galatasaray. Aber egal. Oh! Ja, der ist sogar schön. Und der ist drin. Und das war's nun endgültig. Das 3-0 für Bayern. Und wer war's? Wer war's? Der kleine Laden? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Schöner. Sehr schön. Aber ey, wirklich, kein einziger steht hier. Miss 14. Oh, Leute, ich weiß es leider echt nicht. Ist das nicht Pizarro, oder? Wer war es denn jetzt? Ach doch, es war Pizarro. Pizarro ist die Nummer 14? Wusste ich gar nicht. Okay, Leute, keine Chance. Also, sehr schlecht verteidigt von Galatasaray. Und dann war keine Schuld hier an den Torkeeper. Das war einfach wirklich schlecht verteidigt. Keiner stand bei Pizarro. Und wer hätte gedacht, dass ich mal so einen Freistoß da reinbekomme? Upp. Alaba hier mit dem Eigentorversuch. So, der lahme Lahme auf der Außen. Auf Ribery. Der hat nicht das. Er hatte das Auge, aber er hat nicht weit genug geschossen. Ich wollte auf Robben schießen. Aber egal. Kein Problem. Jetzt versuchen die es mit weiten Bällen. Das ist ja fies. Und jetzt hier nochmal der Ansturm auf das bayerische Tor. Gelingt noch der Ehrentreffer? Eher nicht. Robben. Ach komm, ich hätte so einen schönen Konter starten können. Egal, Leute. Zufrieden. Ribery freut sich, auch wenn er nicht so viel gemacht hat. Ein sehr gutes Spiel, Leute. Bayern gewinnt das erste Champions-League-Spiel. 3-0. Verdient mit 8 Torschüssen. Alaba. Fantastisch, Leute. Unglaublich gutes Spiel. Ebenfalls auch wunderschön von Pizarro und Robben auch auf der Außen. Lewandowski wieder perfekt. Und Alonso war auch super im Zweikampf. Verstehe nicht, warum er immer so schlechte Wertung bekommt. Er verteidigt immer. Er kämpft immer. Aber egal, Leute. Schauen wir mal gleich, wie es in unserer Gruppe so aussieht. Da gehen wir hier mal in die Tabelle. Und schauen wir mal. Champions League. Oh, ich will doch nur meine Gruppe sehen. Mich interessieren die anderen doch nicht. So, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Nein, 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 nein. Ach so, ich bin in der Euroleague. Ja, da kann ich lange suchen. So, Bayern erster vor Lille. Juve hat verloren gegen Lille. Schlecht, würde ich sagen. Okay, Leute, ein sehr gutes Spiel. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder mit FIFA 15. Bis dahin, haut rein. Ciao.